Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video. Heute mit einem Sommerstrauß mit Eremurus, mit dieser wunderschönen Steppenkerze. Aber zuvor zeige ich euch noch was richtig Schönes. Das habe ich nämlich hier in der Hand. Da gibt es gleich die Info nach der Intro. Ich habe mal wieder Post bekommen mit besten Grüßen, Floristik24, das Ideenmagazin. Schauen Sie auf Seite 20 bis 21. Ja, habe ich dann natürlich gemacht. Floristik24 ist ja mein Floristikpartner, den ich immer gern empfehle, weil die so tolle Materialien haben. Und wenn ich hier jetzt auf das neue Ideenmagazin, das es ja zu jeder Bestellung gibt bei Floristik24, wenn ich da mal so blätter, da gibt es natürlich ganz viele Ideen hier. Ja, im Inhaltsverzeichnis ist schon interessant. Das ist so Sommer, Herbst, ja, ganz viele Ideen. Und da gibt es hier Seite 20 einen Herbstkranz mit Chrysanthemen. Und ich freue mich total, dass ich auch zu diesem schönen Magazin beitragen darf. Und ich sage, jeder, der bei Floristik24 bestellt, der bekommt das Ideenmagazin. Und im Rahmen unserer schönen Kooperation durfte ich auch so eine Doppelseite gestalten, wo es hier so die Anregungen gibt. Ja, und auch nochmal, schaut vorbei bei Margit. Schaut, macht ihr gerade. Das ist ein Herbstkranz mit Chrysanthemen. Aber das Schöne ist, der ist haltbar. Und dieser schöne Kranz, hier sieht man auch, hier ist der Ursprungsort dieses schönen Kranzes, weil hier ist nämlich das Original. Und die Hummeln und die Bienen, die hier in den Laden geflogen sind, aufgrund unserer Blütenpracht, die sind schon da drauf geflogen, allein wegen der Farbe. Und haben sie gemerkt, das ist ja gar nicht echt. Ja, also das ist jetzt tatsächlich unecht, der Kranz, der hält ganz toll. Die Anleitung oder ja, die Materialien gibt es im Ideenmagazin und das wollte ich euch gezeigt haben, weil ich finde, das ist so eine Herbstpracht und ich finde auch dieses Holztablett mit den Silbergriffen fand ich sehr, sehr schön dazu. Also eine richtig stimmige, farblich warme Arbeit. Könnt eine schöne Kerze noch in die Mitte stellen, in Braun oder in Orange wäre ganz toll oder auch in so einem schönen Grünton. Naja, bestellt einfach mal und dann bekommt ihr das Magazin auch dazu. Das ist jetzt der kleine Ausflug vorab und dann geht es jetzt natürlich auch zu unserem Eremurus-Strauß, zu dem eigentlichen Thema des Videos, aber dazu gehen wir gleich in den Arbeitsbereich. Es ist Sommer in Königstein und es sieht so warm und beschaulich aus, die Sonne scheint, aber ganz so beschaulich geht es bei uns dann nicht zu. Ach, guck mal, wie schön das Häuschen hier im Hof ist bei mir. Und der Birnbaum trägt schon Früchte. Ah, ist herrlich. Und der Himmel ist Postkartenwetter. Aber ganz so beschaulich ist es dann doch nicht, weil das ist jetzt mein Auto. Und hier sieht man, dass ich jetzt ganz viele Sträuße erstmal liefern muss. Und die Kunden, die haben irgendein Event. Und wir liefern diese Sträuße nämlich auch, damit ich die gut hinstellen kann. Mit Wasserversorgung und damit ich die gut unterbekomme, habe ich die alle hier in so ein Gestell reingemacht. Ja, und ich zeige euch jetzt einfach dann immer mal so ein paar Ausschnitte von unseren Arbeiten. So, hier sieht man auch nochmal, wie schön diese Sommersträuße sind. Bunt gemischt mit Sonnenblumen, Gladiolen, mit Dill, mit Gräsern, mit diesem schönen Chinaschilf. Ja, hier sieht man diese tollen Gräser. Und hier sieht man auch, wo sie herkommen. Das ist nämlich unser wunderschöner Chinaschilf im Hof. Ich erzähle es ja immer wieder. Und ich habe nicht nur Sträuße zu liefern, ich habe auch eine ganz tolle Pflanze. Die ist riesengroß. Ja, und diese hat diese tollen pinkfarbenen Blüten, eine Dipladenia. Zu Dipladenia im Balkonkasten habe ich auch ein schönes Video. Und da mache ich euch auch nochmal den Link rein, weil das ist eine Blüte, die tatsächlich bis zum Frost blüht, die Sonne liebt, die nicht gleich meckert, wenn sie nicht sofort Wasser bekommt. Das sind Pflanzen, die ich liebe. Und aus all diesen kleinen, was sieht man hier, diese kleinen Knöspchen? Ja, da werden überall, das werden alles noch Blüten. Ja, Eremurus. Ich weiß nicht, einige von euch kennen es vielleicht, wenige haben es im Garten. Eremurus ist also diese schöne Steppenkerze. Das sind Blüten, die sind auch so richtig lang. Ich glaube, die werden fast so hoch wie ich. Und die kann man auch sehr, sehr schön in Gestecken verarbeiten, wie man hier sieht.
Ja, ist also ganz, ganz tolle Blüte. Und das ist jetzt das kleine Gesteck. Ja, wir haben immer einen Kunden, der bekommt immer ein kleineres. Also klein ist jetzt so schmäler. Klein bezieht sich jetzt diesmal nicht so ganz auf die Höhe, weil hoch sind die alle. Und man sieht also hier auch, was es ausmacht, dass ein schönes Gefäß da ist. Das macht natürlich auch das Gesteck schön wertig. Und hier haben wir das höhere Gesteck mit dem, ja, ist gar nicht so einfach für meinen Kameramann, mit dem YouTube-Querformat das alles drauf zu bringen. Hier ist also das höhere Gesteck, ich halte es mal runter. Und dass wir hier eben so parallel gesteckt haben, auch schön sommerlich mit Gräsern, ja, mit diesen rötlichen Gräsern, Mondkugeln. Ja, ist also jetzt eine ganz tolle Sommerarbeit. Und es gibt also nicht nur diese schönen Gestecke, sondern wir machen auch, und deswegen habe ich im Hintergrund von mir auch noch diese tollen Blüten hingestellt. Wir machen auch einen ganz tollen Strauß, einen sommerlichen Strauß mit diesen schönen Materialien, den ich jetzt euch heute zeigen wollte, weil ich mache immer so gern diese saisonalen Themen, die nehme ich auch sehr gern wirklich zu der Zeit und ich greife nicht. Ja, wie gesagt, hat eine mal geschrieben, gezeigt, es ist gut, dass ich nicht den Osterhasen, nein, den Weihnachtsmann an Ostern zeige. Und genauso empfinde ich das manchmal so in unserer allgemeinen, ja, Geschäftswelt. Das mache ich nicht und deswegen zeige ich auch wirklich ja, die Themen genau zu den Zeiten, zu denen sie auch aktuell sind. Sprich, jetzt ist Sommer, jetzt gibt es Sommerblumen. Und das ist eigentlich so mein Konzept, das ich auch sehr gerne lebe und auch relativ konsequent, auch wenn andere mehr vorgreifen. Aber es ist mir egal. Wie sagt Udo Lindenberg, ich mache mein Ding. Das mache ich auch. Bei dem war ich übrigens die Tage, der war echt mega cool. Ja, das aber am Rande. Ganz nebenbei bereite ich noch mal ein bisschen Grün vor für den Strauß, weil das ist auch, das braucht dann doch immer etwas Zeit, das zu machen. Und dann zeige ich euch mal, was ich eigentlich Schönes, so, das war jetzt der Efeu. Brauchen noch ein bisschen Pistazie. Und dann zeige ich euch noch, was ich Schönes an Blumen für den Strauß vorbereitet habe oder mir ausgedacht habe. So, nachher sind meine Hände wieder so voll. Da kann ich kein Grün zupfen. Ja, also ich habe jetzt hier Efeu, Pistazie, Eukalyptus als Grün. Ja, und so. Jawohl. Dann möchte ich diese tollen Steppenkerzen mit integrieren in den Strauß. Und man sieht hier auch, dass es jetzt, die sind natürlich ganz, ganz knospig. Man sieht mir an den, so blühen die auf, schön gelb. Und die blühen dann diesen ganzen Kolben so toll auf. Ich glaube, die sind in Gärten gar nicht so einfach anzupflanzen, weil die wachsen nicht überall. Ich selber habe es nicht probiert, aber ich habe das nur so gehört. Aber ich war in einer in einer Blumenschule auf Seminaren, die hatte wunderschöne Steppenkerzen im Garten und es war so ein Garten zum Wandeln. Es war herrlich. Ich habe auch noch ein paar orangene Lilien dazu. Viele sagen, Lilien machen so einen Dreck. Ja, die machen Dreck. Ich mache einfach die Staubgefäße raus und immer wenn die nächste Knospe aufgeht, kann man einfach die Staubgefäße rausmachen, weil die machen echt Dreck. Und wer die mal auf den Klamotten hatte, der weiß das eigentlich. Und wenn ich jetzt die Hände so dreckig habe, ich nehme einfach jetzt hier so ein Handtuch und reibe mir die Hände ab. So, also wenn man so lange Blumen hat, super, dass ich alleine bin und hier keiner mehr ist, außer mir zum Arbeiten, weil ich brauche den Platz. Ich brauche hier jeden Millimeter, weil ich einfach die Blumen auch querlegen muss. So, also dann habe ich hier Lilien, Eremurus. Ich habe auch schöne Rosen und ich dachte, so ein Farbklecks mit Rosen. Was mache ich hier nebenher die ganze Zeit? Ich mache natürlich auch viel Blätter ab. Wenn manche Leute eine Rose kaufen wollen und sagen so, ach, die hat aber wenig Blätter. Ja, die Blätter nehmen dem Kopf Kraft und deswegen mache ich viele Blätter ab, dass die Rosen im Strauß möglichst lange halten. Dann gehört natürlich auch zu meiner Sommeridee, dass es schöne Mondkugeln drin sind. Ja, das ist auch, ach, toll. Manche sagen, blühen die noch auf? Nein, die bleiben so. Also Mohn ist wirklich dann, das ist jetzt die Frucht, die diese schöne Wirkung macht. Was ich immer schön finde, also ein ganz toller, fluffiger,
ja, ich sag mal auch fast manchmal, ich habe ein ganz tolles Video, da habe ich weiße Nelken gebunden und habe die wirklich so aneinander gemacht als Kugel und habe die dann als Ersatz für eine weiße Hortensie. Und die halten natürlich viel, viel, viel länger als eine Hortensie. Und vor allem, wir haben jetzt draußen 35 Grad im Moment. Es ist wahnsinnig heiß, ja. Unsere Klimaanlage läuft, dass die Blumen schön gekühlt sind. Und wer das auch mitmacht, die Hitze, das sind Nelken. Also Nelken, wer noch kein Fan war, der wird es durch mich. Ja, ich habe noch um so eine Abstufung vom Eremurus zu den anderen Blüten, habe ich noch Löwenmäulchen. Das ist auch so eine wunderschöne Sommerblume. Und Löwenmäulchen, als Kind, ich habe sie ja geliebt. Hier, kennt ihr das? Dieses Mäulchen, das da aufgeht. Ja, da haben die also ihren Namen her. Und ich bin als Kind ständig zu den Löwenmäulchen gelaufen und habe diese Mäulchen auf und zu geklappt. Herrlich. Schöne Erinnerungen. Okay, ja, aber schreiten wir fort mit den Blumen. Dann habe ich noch, das ist eine verzweigte Chrysantheme, das sind Santini, ja, also Mini-Chrysanthemen. Dann nehmen wir auch noch mal welche dazu. Also ihr seht, ich bin so in diesen ganzen Orange-Weiß-Tönen. Und damit es noch mal was Weißes im Strauß gibt und eine Verbindung da ist, nehme ich noch mal drei von diesen weißen Santini. Das nennt sich Santini Pompom. Ja, Pompom, weil die so gefüllt sind und so rund. Das sind diese Sorten Pompom. Gibt es auch bei Garmini und so, da heißen die auch so. Gut, so, jetzt habe ich einen Haufen Zeug auf dem Tisch. Und fange jetzt einfach mal an zu binden. Nehme den Eremurus. So, wow, der ist echt hoch und echt lang. Ich suche trotzdem jetzt nochmal eine Verbindung, dass ich was Längliches habe. Und da würde ich nochmal zwei Gräser, die so schön, ja, die so schön lang sind. Genau, schön lang. Zack, der Rest fällt mir schon entgegen. So, und würde auch zwei Gräser nochmal reinbinden, um den Eremurus einfach so spielerisch, ja, spielerisch umlaufen zu lassen. Und da drei Gräser, dass auf jeder Seite was ist. Das ist schön. Übrigens interessant, die Anzahl drei ist eh immer ganz schön in sowohl in Sträußen als auch in Pflanzen. Weil manchmal wollen Leute, ja, bei gepflanzten Sachen zum Beispiel, die hätten gern eine große Pflanze, die ich nicht da habe. Und was ich dann oft mache, ist, ich pflanze drei Pflanzen zusammen, habe damit auch eigentlich ist von außen oft nicht erkennbar, das ist dann auch sehr schön rund. Aber drei Pflanzen sind dann oft deutlich günstiger als eine große. Also immer eine sehr schöne Alternative. So, ich habe jetzt noch hier Blüten, die ja auch schön hoch sind, von denen ich vorhin sprach. Und zwar sowohl die Lilien als auch das Löwenmäulchen. So, das nutze ich auch jetzt, diese Abstufung. Man sieht also diese Abstufung zum Grün, ja, der hohe Eremurus. Und da setze ich auch in die Lücken, wo in dem Eukalyptus so eine Lücke ist hier, da kann ich sehr schön die Lilien reinbinden. Ich mache es jetzt nicht so rum, weil die eine Knospe oben, die soll ja schön nach außen laufen, ja, sondern ich mache es natürlich auch so, dass die Knospe rausläuft, dass der Strauß auch, dass sich so was Schönes Rundes ergibt, ja, dass die Blüten nach außen fließen. Ach ja, schön. Ist immer schön, wenn man so liebevoll über seine Blumen sprechen kann. Ich tue das gern. Ich habe sie auch sehr lieb und ich finde auch die Freude, die sie bei den Empfängern hervorrufen. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ich sage auch oft dann zu meinen Kunden, wenn die sich so freuen, dann sage ich, oh, wenn sie das in Google schreiben könnten und mir eine Bewertung schreiben könnten, das wäre total super, dass es einfach andere Leute lesen. Und dann sage ich jetzt einfach, wenn ihr mir eine ganz große Freude machen wollt, dann würde ich mich total freuen über eine Google-Bewertung. Ja, vielleicht machen das manche. Das ist einfach die beste Methode, um gefunden zu werden. Und ja, so ganz nebenbei, seht ihr, binde ich auch wieder in der Spirale, wie immer. Füge ich Blüte für Blüte ein, stuf so ein bisschen ab. Ja, der Mohn kann ruhig ein bisschen höher sein, ja, die Lilienknospen. Und da ich ja in der Spirale binde,
kann ich jetzt einfach die Blumen einfügen, ja? Anlegen, einfügen, das im Grunde genommen Blüte für Blüte. Und was ich auch immer mache, ist natürlich, dass ich immer den Strauß auch mal in der Hand drehe, ja? Weil es muss ja auch nicht nur eine Seite binden, ich muss ja auch noch die andere schön binden, dass der Strauß von allen Seiten hübsch ist. Und dann gucke ich natürlich auch immer, welche Farben noch nicht so vorkamen. Hier ist jetzt Orange, ja, sehr viel Orange, dann kommt eine weiße Nelke dazu. Und so, dann kann man auch mal wieder ein bisschen Grün nehmen. Wobei, wenn ich hier auch zum Thema Strauß binden, das Grün ist jetzt natürlich hier wieder weg, weil das wäre in der Bindestelle gewesen. Und in der Bindestelle wollen wir kein Grün haben. Ja, also es wiederholt sich natürlich doch immer die Technik. Aber ich habe immer so einen ganz guten Spruch zum Thema Technik und Geschmack. Mein Spruch dazu ist eigentlich ganz gern, Technik kann man lernen, Geschmack nicht. Geschmack ist natürlich verschieden, ganz klar, um Gottes Willen. Also es gibt nicht einen Geschmack, es gibt ganz viele Arten oder ganz viele verschiedene Dinge, die man schön findet. Aber ich denke, das ist so, naja, das ist dann auch so ein Gefühl, mit dem man selber natürlich die Dinge anordnet oder auch gestaltet. Aber es ist auch schön, und was ich auch ganz toll finde, ist, dass ihr so viele Abwandlungen oft zeigt oder mir auch, sehe ich auch Fotos und Kommentare. Und am liebsten wäre mir eigentlich dann, wenn YouTube in den Kommentaren, das muss ich mal gucken, wollten die eigentlich machen, dass man in den Kommentaren auch Fotos posten kann. Das wäre natürlich genial, weil dann könntet ihr Fotos posten und die wären für die ganze Community sichtbar. Das war mal angedacht und ich muss es nochmal nachlesen, ob das mittlerweile schon realisiert wurde oder nicht, weil das wäre natürlich für uns wäre das natürlich die schönste Variante, wenn ihr einfach sehen könnt, was die anderen auch da draus machen aus den Arbeiten. So, ich habe jetzt noch eine weiße Nelke, da habe ich gerade überlegt, zuerst die in die Mitte zu machen, aber das ist jetzt gar nicht ganz so einfach, aber da ist wieder der Vorteil der Spirale. Ich nehm die Nelke. Nelkenstiele sind leider etwas brüchig, aber dank Spirale. So, müsste das eigentlich klappen. Jawohl, das klappt auch. Sie ist drin. Genau. Doch, ich sehe es am Stiel. Zack. So, sie ist drin. Weil ich fand das hier so, ich hatte so ein kleines Loch in der Mitte. Und ich denke, eigentlich ist das jetzt schon ganz schön, aber ich suche noch so einen lässigen Abschluss, den ich jetzt hier wähle mit Aspidistra-Blättern. Das sind Blätter von der Schusterpalme. Die muss ich erstmal ein bisschen hübsch machen. Aspidistra-Blätter. Dann nehme ich nochmal Eukalyptus, der auch natürlich immer sehr dekorativ ist und sehr lässig. So. Dreh den Strauß dazwischen wieder ein bisschen. Nehme nochmal Aspidistra. Und bei diesem Strauß mache ich jetzt also keinen festen Abschluss, sondern nehme wirklich nur so ein paar lässige Blätter, die so leicht fließen. Leider kommen die auch ziemlich dreckig hier immer an. Das ist so. Und ich sprühe die mit Blattglanz. Man kann hier natürlich auch mit dem Tuch abwischen, aber mit Blattglanz geht es einfach schneller. Und da wir hier ein paar Sträuße binden müssen, werden wir hier jetzt mit Blättern wischen und schön machen. Wird es einfach zu lang dauern. Außerdem will ich euch nicht so lange warten lassen im Video. Und dann geht das zack, zack. Ja, so. Jetzt muss ich das letzte nochmal schön ansetzen, anlegen. Und fertig ist mein Sommerstrauß mit Eremurus, Lilien, Löwenmäulchen, Santini, Rosen
Ja, es ist alles Mögliche drin. Und wenn diese Lilien hier auch noch aufgehen, die Lilienknospen, da gibt es auch noch mehr Farbe. Aber das sollte erst beim Empfänger und auch der Eremurus nach oben.